Ja, Queen of Pain passt immer noch gut ins Team. Mal schauen, ob es so bleibt. Wahrscheinlich gegen Pudge in der Only Mitte. 10 seconds. Der nervt zum Beispiel gegen Queen of Pain. Der 5 Bara. seconds Das kann remain. auf den Sack gehen. Oh. Kann ich das nochmal sehen? Das sah eigentlich ganz cool aus gerade. Wo ist denn die Queen of Pain in der Übersicht da? Oder mach es mal so. Ach egal. Guck mal, das eine Set sah eben ganz cool aus auf dem Bild. This one is so in the bag. My ja, mit einer Dings hätte ich schon hinkommen. So, dann hole ich mir einfach eine schnelle Bottle. Mehr kaufe ich mir gerade nicht. It's not time yet. So. Heute Abend zwei Spiele gewonnen, ein Spiel verloren und alle drei Spiele scheiße gespielt. Ich bin gespannt, ob ich Queen of Pain auch kaputt kriege. Aber nein, das ist natürlich die völlig falsche Einstellung. Ich setze mich jetzt mal gerade hin. So. Habe ich noch was zu trinken hier? Ne, ich habe nichts zu trinken. Das wäre ganz hilfreich, wenn ich ein bisschen wach werde. Habe ich irgendwas anders hier? Ich habe Rittersport Jamaica Rum. Ich esse so ein Ding. Da ist Alkohol drin. Das macht mich bestimmt wach. Na, schnell, bevor das Spiel losgeht. So. Und damit gewinne ich das Spiel. Mit Rum. Mit Alkohol macht man nämlich alles besser. Kinder, merkt euch das. Wenn es mal nicht so gut läuft, einfach irgendwas mit Alkohol oder direkt Alkohol nehmen. Und ihr werdet in diesem Spiel sehen, wie sehr das hilft. Das wird super. So, Patch in der Mitte. Lord. So, mal den ordentlich nerven. Mit Shadow Strike heißt das. Muss schon nachgucken, wie das heißt. Der Alkohol wirkt schon. Boah, kann ich mal Naste treffen? Ist ja gruselig. Man nimmt schon mal einen Deny. Und den dritten Deny. Jetzt soll ich auch mal einen Last Hit. Das wäre noch geiler. Growing pains. Ja, guck. Nach einer Minute schon in der zweiten Wave schon den ersten Last Hit. Ich werde nochmal ein ganz großer. Blink. Jetzt hockt irgendwo der. Achso, ich kann ja schon mal das markieren, dann verpasse ich es nachher nicht so. Wenn ich dann. Ja, sag mal, aber stimmt doch irgendwas echt nicht mit mir. Krieg ich ja nicht mal die einfachsten Last-Hits hin. Dann ist doch da kaputt im Kopf. Da ist doch was kaputt im Kopf. War was? Ja, guck, geht doch. Wie ein Vorgesetzter. Ja, gucken, aber er versucht gleich oben den Deny zu machen, den Range Creep. Na, fast. Guck, ob der auch den Touch so scheiße spielt wie ich in der letzten Runde. So, jetzt die 2-Minuten-Runde ist oben. Die hat er sich anscheinend geholt. Gegen den Touch in der Mitte level ich ja gerade ein bisschen den Shadow Strike. Als gegen den Melee immer ganz nett. Kann man den ruhig ein bisschen nerven. Naja, ganz so einfach mache ich es dir nicht. Und jetzt rollen die Last Hits nur so rein. Man kann sie kaum noch zählen. Und ein Deny.
Man kann es auch fast gar nicht so schnell kommentieren, wie ich jetzt hier die, die Sachen lande. Last Hit, Deny, Last Hit, Deny, Deny, Last Hit, alles unglaublich. Ich muss jetzt irgendwann mal aufpassen, dass der Spirit Breaker nicht irgendwann einfach in der Mitte bei mir auftaucht. Das könnte nämlich nervig werden, zusammen mit dem Patch. Muss ich ein bisschen Auge drauf haben. No pain, und schon wieder ein Last, no schon wieder ein Deny. Das ist einfach nur noch schön, sich das anzusehen. Man glaubt es kaum. So, jetzt die 4-Minuten-Rune. Versuche ich mir auch mal zu krallen. Der Patch ist wahrscheinlich zurück, aber relativ low. Wie sieht's denn aus? Sie ist oben. Das Katapult gönne ich mir noch, bevor wir zurückgehen. Boah, und wie ein Boss. Last im Katapult. Man glaubt es kaum. So, jetzt hoffe ich hier die Rune noch. Ja. Naja. Into the bottle. Super Rune. Regen wäre geiler gewesen. Double Damage wäre geiler gewesen. Haste wäre geiler gewesen. Alles wäre geiler gewesen. Aber mein Gott, damit muss man wohl leben. So, jetzt ist der Barer hier in der Mitte. Der Patch ist allerdings Miss. Und kommt jetzt wieder. Okay, jetzt müssen wir gucken. Spirit Breaker war hier in der Mitte. Ich lasse mal die Illusion Rune. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig, solange man den Spirit Breaker nicht sieht. Ich bin ja sonst immer so ungeduldig. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise immer schon jetzt vorrennen, weil ich es mal nicht erwarten kann. Jetzt bin ich aber mal vorsichtig. Man hat ja hier ein bisschen Vision, also der ist zumindest nicht über den River zurückgegangen. Das heißt, er kann immer noch hier irgendwo rumgammeln. Und deswegen machen wir einfach mal das Richtige und warten einfach mal, wo der Spirit Breaker wieder auftaucht und können dann eventuell etwas Action machen. Und schon wieder ein Last Hit. Schon wieder. Es ist einfach ein Fest. Und noch ein. Und noch ein. So, der Patch ist schon wieder Miss. Unten ist der Spirit Breaker mal wieder. Nein! Ich hätte überlegt, wenn sie ja dann diven. Ne, habe ich damit. Sehr gut. Na. Na, der Invis in der Rune, in der Bottle gehabt. Möglich ist es. Wenn wir auch schon Level 6 ist, müsste aber eigentlich locker sein. Autsch. Ja, ja, und er noch dazu. Gerade noch weggekommen und zwischendurch auf die Map geklickt, ja. Das war Skill. Ich habe extra nicht hingeguckt, weil ich das nicht nötig habe. Alles genau ausgerechnet, dass ich da noch wegkomme. Wenn es für einen Augenblick so aussah, als wäre es pures Glück. Ist das falsch, dann müsst ihr euch eines Besseren belehren lassen. Bauen wir die Power Traps. So. Oben sind die beiden. Ja. Patch ist Miss. Was hatten die Luna inzwischen? Okay, Ring of Aquila. Jetzt gehen die smoken. Ich bremse ein bisschen die Creep Wave aus, dass sie im Zweifelsfall ein bisschen nach vorne kommen. Ja, aber nicht zu sehr, sonst fällt es auf. Und dann killen wir einfach mal die Luna. Ich dachte, dass die Luna da hier von rechts kommt. Ich bin so spät gesehen.
Wollte heute nicht so viel denken. Congratulations, your middle tower is being attacked. Der Spirit Breaker ist immer noch unten, weil gerade Spirit Breaker fehlt, steht, aber. Könnte oben die 8-Minuten-Rune sein. Na, wo der Patch ist, Miss. Nicht, dass der Sack dann gleich hier oben auftaucht. Die Rune ist zumindest auch Miss. So, und dann baue ich als nächstes das Orchid. All Miss, in der Tat. Wir haben Faceless Void. Ich habe nicht mitgekriegt, was für Leute wir im Team haben. Gut gemacht, Martin. Und Faceless Void hat man aber eigentlich automatisch schon gewonnen. Den könnte ich auch nochmal probieren, kaputt zu machen. It's not time yet. Da haben wir wohl ein bisschen zu viel probiert. Man hat auch keinen Mana mehr. Na? Na, kommt er locker weg. Mit den Cold Feet, das reicht nicht. Your middle tower is under attack. Ziemlich noch fies geswappt, die Venge. Zweites kaufen. Wurde schon wieder geruckt, wie Mirana läuft heute nicht so. So, oben die Rune sehen wir leider nicht. Da ist die Luna. Nein! Ich wollte ihm doch nur einen Shadow Strike verpassen. Well, my goodness, your top tower is being attacked. Pay for the privilege. So wird das nichts. Na, da steht ja für mich der Patch. Na, reicht's noch? Ach nein, komm. Schade. Moonlight Shadow. Bereit. Okay, die Luna ist wieder oben. Laska hat meine Boots mal auf Stärke. You are simply not worthy. Bottle Royale. Na, die wird sich schon zurückgezogen haben. Da ist der Spirit Breaker. Not yet. Schade. Der Ulti nichts gebracht. Da ist die Luna. Da ist der Spirit Breaker. Look at how invulnerable Dire's towers are. Sonst pushen wir einfach oben den Tower. Das ist ja mal alternativ auch mal möglich. Wenn sonst nicht viel geht, unten pushen sie, in der Mitte pushen wir, oben pushen wir, unten pushen die anderen.
Your middle tower is under attack. Ouch. Enemy's bottom tower is falling. Hungry, Nova? Ha! Geiler! Geiler Bash gleich am Anfang. Erstmal gesessen, jetzt kommt Luna Ulti. Achtung! Sehr schön. Ja, der Bass ist wohl ein bisschen früher da gewesen, nicht hinten warten können. Ja, kaum, wie lange bin ich denn tot? Das muss doch nicht sein. Warum ist der Patsch nicht mehr in der Nähe? Der will sich doch bestimmt retten. Your pain ends. The dire have laid consequence. Kann mir anliken. Krieg ich das auch nochmal mit. Langsam weiß ich, wer bei uns und wer beim Gegner im Team ist. Bald weiß ich volle Kanne Bescheid. You've destroyed their middle tower. I wonder if they'll mind. Na, ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht mit den Ancients farmt. Ja, danke, dass ich dir meine Charges gebe und du dann die Bottle einsammelst. Das war eine super Idee. So habe ich mir das vorgestellt. Genauso und nicht anders. So, den ersten Oblivion Staff gleich mal fertig. Na, das können wir uns dann auch gleich noch mit. Das ist hier die Frau lacht sich kaputt. Your top tower is under attack. Na, die sind da dann. Top tower under siege. Your top tower is sehr schön. The last sound. Mach am besten so. Glaube. Top tower under siege. Abstauben kann ich heute besser als was Vernünftiges machen. Oh, jetzt fehlt für den Oblivion Staff jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel. So, wenigstens noch ein Slow drauf, das sollte reichen. More death. I felt that. So, 300 noch bis zum nächsten Oblivion Staff. Jetzt machen das jetzt mal komplett alle. Ich glaube, oben nach der Rune haben wir gar nicht geguckt, oder? Das hat die Mirana. Die hat, glaube ich, hat jetzt noch vom Double Damage die volle Bottle. Nee, ist da auch nicht. Dann gehe ich mal zurück in die Base. Oder ich könnte mir noch versuchen, schnell die 300 vorher zusammen zu farmen, dass ich meinen Oblivion Staff fertig habe. Ich bin jetzt dreimal im Kreis gegangen, das war sicherlich sinnvoll. Stimmt, sind es. Ah, nee. Ich hätte fast gewettet, dass es die Mattgolems sind. Your pain, my gain. Aber nein. So, 250, das Camp, und dann gehe ich zurück in die Base und dann den Oblivion Staff. Ich bin noch ein bisschen. Ach nö, komm doch nicht hier. Aber ich will doch keine. Schneller, schneller. The House of Amber is no more. Bottom tower being attacked. Da eiert die Wench rum. Your bottom tower is under attack.
So. Bottom Tower. Unten sind nur die Creeps. In der Mitte ist noch der Patch, aber ansonsten sind alle gerade Miss. Na, da taucht der Spellbreaker auf. Wie es aussieht, geben sie den oberen Turm aber einfach auf. The enemy's top tower has fallen. Der Patch hat sich zwar eben auf den Weg gemacht. Hm, da ist auch die Luna. Wir haben einen Mirana-Ulti. Na, ich glaube, sie ziehen sich jetzt auch gerade zurück. Nicht ganz. Your bottom tower is under attack. Mid tower. Na, der Ulti jetzt. Nicely 45 tower. Mid tower taking damage. Gold for my friend. Ja, eigentlich für uns ein ganz guter Tower-Trade. Wir kriegen den Tier 2 Tower, sie nehmen den Tier 1. Das ist ein vernünftiger Tausch für uns. Top Tower is fallen. Your middle tower is under attack. Na, die probieren das erstmal an der Seite. It's not time yet. One's middle tower being attacked. Der ist mal ganz schön unser, der Junge. Flowing through one's veins. Keep murdering. Your bottom tower is under attack. Birth is a promise. Death is fulfilled. Your bottom tower has been destroyed. Na komm. Nein! Also ausweichen. Jetzt haben wir doch ein bisschen zu gefährlich, wenn ich dann gut abbekomme. So, so, kann ich auch den Kurier nutzen. Au! Da habe ich überhaupt keine Orb nicht aufgepasst. Bin ich schnell rübergegangen. Dachte ich ja weiter oben. Das ist der Nachteil, wenn man halt von dem Screen woanders hin bewegt. Und jetzt haben sie hier auch Sentries. Da war ich halt abgelenkt, weil meine Power Threads auf einem Slot waren. Und da habe ich nicht mal gemerkt, wo ich richtig stehe. Ach, aber es gedustet. Deswegen. Doch keine Sentries, sondern nur Dust. Was nehmen wir denn als nächstes? Durch die Möglichkeiten Aghanims, sonst ansonsten die Attack-Speed ist auch nicht schlecht. Man kann auch sowas an den Maelstrom bauen. Was ja auch vorgeschlagen wird. Guck mal. Ansonsten wäre gegen. Ja, gegen Revenge hat ihn Stun und gegen die Luna, wenn man initiaten möchte, wäre auch ein Dings nicht verkehrt. Ein BKB. Die Revenge hat sich unten gerade das Haste geholt. I'm not ready. Regeneration. Okay, da geht's gerade dabei. Gehen wir auch mal mit dazu. Okay, sind alle zu entschieden. Weil kein Ulti. Nee, ist auch cool, ja. Ja,
War ein bisschen schwierig gerade. Die Miranda war unten, ich war oben, als der Teamkampf losging. Kommen sie jetzt über die Mitte oder gehen sie runter zu Miranda? Pay for the privilege. Ich sage, ich verzichte mal erstmal auf das BKB. Ich versuche dann lieber meinen Ulti zum Beispiel und meine Spells dann mit der Chronosphere zusammen zu nutzen. Das ist eher initiated. Wir haben ja ganz gute Initiator. Wir haben Miranda und auch mit Ulti und Arrow. Wir haben Faceless Void. Da muss ich halt nicht unbedingt als Erster rein. Von daher baue ich ein bisschen anders. Wenn ich jetzt der einzige Initiator wäre, würde ich vielleicht auf BKB gehen. Fresh meat. Not yet. Na, zeigt mir doch jemand. Jemand muss da hoch. Na los. It's not time yet. So, in der Mitte war eben noch die Luna zu sehen. Kommt jetzt auch runter. Hat die schon ihr BKB? Nein. Manta hat sie auch noch nicht gehabt. Vench ist oben. Na, trauen wir uns nicht so richtig um die Ecke. For the royal coffers. War knapper, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass sie da mehr Schaden kriegt. Ist doch noch ganz schön lange überlebt, die Sau. Aber hat noch gereicht. Into the bottle. Okay, da ist der Spirit Breaker. Das war echt mal knapp. Gutes Timing. Den gekillt, ist abgestaubt und tschüss. Maybe no one attacked Dire's towers for a few seconds here. Na? Hat jetzt keine Lust mehr, der Lycan. Fand das so gemein, dass er weg ist. Ah ne, da ist er wieder. Ah, was ist mit den... Ach, da auch. Okay, back to video games. Ja, rollt einfach weg, die Sau. How exciting! Their middle tower is destroyed. Tja, das Spiel scheint jetzt auch langsam vorüber zu sein. Spätestens seit diesem Aegis-Stil. Also haben wir eigentlich, korrekterweise war es kein Stil, weil wir ihn kurz vorher noch gekillt haben. Aber ich glaube, davon erholen sie sich nicht mehr.
Double kill. Ja, können wir oben ein bisschen pushen. Der einzige, der mich ein bisschen Sorgen macht, ist der Spirit Breaker. Ich sehe nicht, wo der ist. Deswegen gehe ich jetzt auch mal. Das nervt immer ziemlich. Da kommen sie auch schon hoch. Bottle Royale. Na, das dauert zu lange für die. Muss ja nicht sein. Ich habe einfach meinen Arganims und... Na, immerhin die ersten 400 HP weg. Mein Arganims und ein Town Portal. Tim, 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 komm, schneller, 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 schneller. Die Venge hat einen Manta. Das heißt, das Silence reicht an der Stelle ja nicht mehr aus. Okay, da geht der Patsch gerade alleine rein, soweit ich das gesehen habe. Ist er über die Ecke gekommen? Nee. That hardly hurt at all. Oh, sehr schön. Mirana landet echt gute Pfeile. Wollen wir noch ein bisschen Last Hitten mit der Illusion? Nach dem gönnen sie mir natürlich nicht. Schade, dass dann die Luna gerade schon um die Ecke kam. Von den Stats 747 sieht gar nicht, und Level 15 sieht gar nicht so schlecht aus. Meisten Kills, 7 Assists. Sieht aber besser aus, als ich tatsächlich spiele. Sieht die Stats ein bisschen positiv aus. Drop Tower under siege. Ja, also die Venge kann ich nicht mehr so leicht killen. Die hat ihr blödes Manta. Geh mal durch die Mitte, dann kann ich auch schneller noch nach unten kommen. The enemy's bottom tower is fallen. Shadows. The treasury grow. My bindings tighten. It's not time yet. Autsch. More death. Ja, der Lycan. It's not time yet. No. Nein, das ist jetzt noch. Double kill. Don't perform. Three innocent lives taken. Das Aegis noch? Nein. So, man. Die Wolves loswerden. The enemy's bottom tower is fallen. Wenn jetzt gleich der Spirit Breaker möglicherweise ankommt. Ja, das ist gleich noch. Kann ich ihn gleich mit einem Silence abwehren. Remember destroying it just now. What wonderful man. Enemy's bottom barracks demolished. Ach, das Silence. Vor allem vom Ulti rausgebracht. Ups. Na? Na, wer portet da rein? Ist die Venge wieder mit dem blöden Manta-Style? Das mag ich nicht. Ups. Noch hier lang.
Tschüss. Keine Lust auf dich. Könnte ich natürlich jetzt gerade gegen die BKBs und Mantas-Sites, könnte man jetzt einen Scythe of Ice kaufen. Könnte einfach stumpf auf Damage gehen. Und was davon mache ich? Dann weiß es nicht. Turn back the clock. Na, bauen wir mal. Bauen wir mal das Utility. Mach mal so. Ich muss es ja nicht carryen. Unbedingt den Meister machen. Ich kann ja ein bisschen disablen. Wir haben den Void dafür. Und die Mirana hat auch ganz guten Schaden inzwischen. Von daher kann ich denen das überlassen und ich kümmere mich einfach nur ums Disablen. Top barracks for them. I'm under attack. Quite a spree, apparently. Sehr schöne Arrows in der Mirana, die ganze Zeit eigentlich. Am Anfang ein paar Mal gestorben, sie meinte durch Lag. Keine Ahnung, aber. Hübsche Arrows. Worthy tribute. So blöd den Fountain jetzt zu campen, wenn wir auch manchmal das Spiel beenden. So. Silencen. Dominant Performance. Enemy's middle tower demolished. Praise the Radiant and their knowledge of meta systems to manipulate the flow of battles. Victory. So, wenn wir den Endscreen noch mal angucken. Jakiro und Faceless Void haben zusammengespielt. Oben die Mirana. Der AA auch ganz vernünftig gespielt. 11-4-9. Meisten Kills. Ja, das klingt irgendwie. Sieht ja den Stats ein bisschen besser aus, als ich gespielt habe. Am Anfang habe ich ein bisschen scheiße gespielt. Hm. Aber nicht ganz so scheiße wie die anderen drei Spiele zuvor. Da muss man sich auch mal selber loben. Es war nicht komplett scheiße. Wie viel haben wir es denn? Ich glaube, ein Spiel geht noch, oder? Ja, ach komm. Hier, ein Spiel.